Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, der Aktienrunde.de, eurem Kanal mit viel wertvollem Wissen zum Thema Daytrading neben der Arbeitszeit. Mein Name ist Christian und damit legen wir los. Ja, ich befinde mich heute hier nochmal bei 24 Option im MetaTrader und habe bereits unser kostenloses Easy Trading Template geladen, welches ihr natürlich kostenlos von uns bekommt. Mehr Infos hierzu findet ihr natürlich wie immer unterhalb vom Video in der Videobeschreibung. Ansonsten schaue ich mir hier gerade den Euro-US-Dollar im 15-Minuten-Chart an und bin auf der Suche nach einem interessanten Einstiegspunkt bzw. ob wir heute überhaupt noch was finden. Denn es ist so, ich habe heute überhaupt noch nicht reingeschaut, weder in Euro-US-Dollar noch sonst irgendein Asset. Und wenn ich mir das hier schon mal anschaue, sieht es doch ziemlich gut aus. Ja, alles hier grün bedeutet eine bullische Bewegung, ja. Das Ganze kann ich jetzt zwar hier nur so halbwegs nachvollziehen im 15-Minuten-Chart, aber wir wissen ja bereits, beim Forex bzw. beim CFD-Trading ist es ja sowieso besser, wenn wir von oben nach unten anfangen. Ja? Und deswegen würde ich sagen, gehe ich jetzt mal direkt in den 4-Stunden-Chart. Hier können wir sehen, dass wir auf jeden Fall in einem deutlichen Aufwärtstrend sind. Ja? Und dass man auch auf jeden Fall hier quasi einer Meinung sind mit dem Yield-Demand-Trend-Signal. Und wir liegen auch schon oberhalb vom Daily Open und überhalb vom letzten Pivot Point. Von daher würde ich sagen, dass die Reise auf jeden Fall weiter nach oben geht. Ja. So, jetzt taste ich mich ein bisschen nach unten bis zu dem Timeframe, in dem ich dann letztendlich meinen Einstieg wagen werde. Hier sind wir gerade im 1-Stunden-Chart und hier sieht das Ganze meiner Meinung nach nochmal viel besser aus wie vorhin im 15-Minuten-Chart und auch ein bisschen besser wie noch im 4-Stunden-Chart. Und hier kann man sehen, dass wir halt hier schon mal die Daily Open Zone angetestet haben, ja, und dass wir uns jetzt nochmal dabei sind, hier nach oben zu bewegen. Wir haben hier zwar mehr oder weniger ein paar Verkaufssignale hier, allerdings haben wir auch hier an diesem Daily Open ein Kaufsignal, was für mich letztendlich viel ausschlaggebender ist und ein Beweis dafür ist, dass die Daily Open Zone hier standgehalten hat und demzufolge der Kurs immer weiter nach oben verläuft. Ihr kriegt es vielleicht ein bisschen mit, ich bin ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Aber gucken wir, dass wir das alles noch gut hinbekommen hier. So, wie gesagt, interessant wäre es jetzt hier erstmal für mich zu sehen im Stundenchart, was meine Fibonaccis sagen. Ja, ich ziehe hier mal die letzte größere Bewegung rein. Das wäre dieser Preissprung hier bis auf diese obere Ebene hier. Und hier können wir schon deutlich sehen, dass der Daily Open hier im Bereich vom 61,8er Retracement-Punkt liegt. Ja, sozusagen also eine sehr, sehr starke Unterstützungsebene, welche wir hier haben. Und von daher, wenn wir uns jetzt halt wieder hier nach oben bewegen, sind wir, denke ich mal, auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ja. Hier gab es ja, wie gesagt, auch ein Kaufsignal. Wir sind hier beim Ultimate Trend Signal, sind wir hier auch bullish gestimmt über jeden Timeframe, wo wir hier sehen. Deswegen auch hier tendenziell eher in Einstieg nach oben hin. Dann würde ich sagen, okay, gehen wir hier direkt mal rein. So, neuen Auftrag. Ich gehe jetzt hier mal mit 0,3 Lot rein. Erstmal eine Kaufposition öffnen. So, dann kommen wir jetzt zu unserem Money Management. Ja, wir haben ja schon gelernt in den letzten Videos in CRV, Chancen-Risiko-Verhältnis von mindestens 2:1 sollte man schon holen, damit wir auf der sicheren Seite sind, ja, wenn der Trade mal in die Hose geht. Von daher würde ich jetzt sagen, legen wir erstmal unser Take Profit fest. Take Profit lege ich auf diese Ebene hier oben. Und unseren Stop Loss lege ich in etwa hier ans 50er Retracement-Punkt bzw. an den 38,2er. So, ich ziehe mal eben. So, der Stop-Loss ist gesetzt. Und jetzt können wir hier schon sehen, ja, dass wir auf jeden Fall, sag ich mal, gut dabei sind. Ja. Unsere Chance im Gewinnfall ist auf jeden Fall schon mal höher wie die im Verlustfall. Ja. So, ich denke auch, dass wir hier unser Stop-Loss mehr oder weniger sinnvoll gesetzt haben, ja, mit diesem 38,2 Retracement-Punkt. Und ja, wenn alles gut läuft, beziehungsweise es steht ja jetzt im Moment alles dafür, dass der Kurs jetzt weiter nach oben verläuft, dann sollte das ein ziemlich sicherer Trade sein. So, ich schaue jetzt mal nochmal nach. Gewinn wäre in dem Fall ca. 50 Euro, ja, mit etwa 206 Pips. Verlustfall wäre in diesem Fall ca. 29,80 Euro und 119 Pips.
insgesamt gesehen, wie gesagt, also die Waage hält sich. Unser CRV ist etwa ja, ein bisschen schlechter wie 2:1, aber immer noch vertretbar, würde ich sagen, für diesen Trade. In diesem Sinne würde ich sagen, lassen wir den Trade laufen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.